Hallo und herzlich willkommen. Heute ist Freitag, der 14. Oktober 2011. Das ist StarCraft 2 for Beginners Teil 11. Und ich bin tatsächlich wieder in der Show. Meine Güte, es hat ein bisschen gedauert. Es tut mir sehr leid, dass ich die letzten paar Male nicht, oder die letzte Zeit nicht streamen konnte. Man hört es aber vielleicht auch noch an meiner Stimme. Ich war krank, hatte mir eine ziemlich fiese Erkältung eingefangen und im Augenblick ist noch diese Heiserkeit davon übrig geblieben. Erst habe ich angefangen zu husten, wie ein 80 Jahre alter Motor. Und dann kam nach dem Husten die Heiserkeit, die ich so noch nie erlebt habe. Ungefähr seit 5 Tagen bin ich quasi aphon. Und jetzt habe ich langsam meine Stimme wiedergefunden, dank dieses netten kleinen Inhalator-Sprays, das mir jetzt ein bisschen geholfen hat. Und außerdem trinke ich nebenbei jede Menge Kamillentee mit Honig. Und hoffe, dass das Ganze ein bisschen hilft. Außerdem habe ich im Augenblick noch so eine fiese kleine Blase hier unterhalb der Zunge, die beim Reden furchtbar wehtut. Aber was soll's, denn schließlich habe ich jetzt wahnsinnig lange nicht mehr gestreamt und wollte das jetzt erstmal machen, damit ich auch mal wieder ein bisschen Show-Action hier kriege. Denn auf der einen Seite wollte ich euch natürlich nicht so lange hängen und sitzen lassen und auf der anderen Seite macht mir das Ganze ja auch Spaß. Und ich habe schon die ganze Woche über gehofft, dass ich endlich wieder genügend Stimme habe, um mal weitermachen zu können. Und jetzt habe ich endlich wieder genug und dementsprechend, ups, falsche Richtung, mache ich jetzt auch mal ein bisschen weiter. So, dieses Mal wollte ich mich ein bisschen mit Makroaufgaben beschäftigen. Lustigerweise habe ich gesehen, dass D9 vor kurzem auch ein Video dazu gemacht hat. Allerdings ein gutes Stück anders als das, was ich geplant habe. Zum Glück, puh. Ich hatte erst gesehen, dass er Makro-Practice und sowas angeführt hat und dachte schon, na geil, jetzt wollte ich das vor kurzem machen, jetzt macht er ihn nein, das direkt vor mir. Super, und so gut wie der kriege ich das wahrscheinlich nicht hin. Und da dachte ich mir auch natürlich, klasse, gerade wenn du das jetzt mal machen willst, wirst du krank, kannst das nicht machen und dann schnappt es dir ein anderer vor der Nase weg. Zum Glück lief das aber nicht so, denn die Übungen, die der ihn nein gemacht hat, zielen doch auf was völlig anderes als das, was ich machen wollte. Ich hatte ursprünglich vor, das Ganze in einem Video zu machen, also so für alle drei Rassen, sowohl für Terraner als auch für Protoss als auch für Zerg. Da meine Stimme jetzt aber so angeschlagen ist, werde ich wohl heute nur die Terraner durchgehen und dann in den nächsten Tagen Zerg und Protoss nachholen. Sofern das heute meine Stimme nicht ganz so stark anschlägt, hoffe ich auch, dass ich jetzt ein bisschen mehr Zeit habe, um das zu machen. Denn hier in Hessen sind gerade Ferien. Und da ich ja selbstständig im Schulbereich tätig bin, habe ich meistens auch dann Ferien, wenn die Schüler Ferien haben. Ich habe dann zwar weiterhin hier ein paar Kurse in meinem kleinen Büro, das man hier im Hintergrund sieht, aber nicht mehr so viele. Ich habe also deutlich mehr Zeit, sodass ich hoffentlich noch ein paar mehr Videos dieser Art jetzt nachholen kann, sodass ihr also in den nächsten paar Tagen ein bisschen mehr Futter kriegt und nicht so lange warten müsst, bis das nächste Video kommt. Und hoffentlich kann man mich trotzdem noch irgendwie halbwegs verstehen, auch wenn meine Stimme jetzt so klingt, als hätte ich die letzten 20 Jahre am Stück jeden Tag 3 Schachteln Zigaretten geraucht. Was nicht gut ist. Die kleinen Krebsstäbchen bringen einen um. So, das wollte ich also heute machen. Ich wollte heute noch mal ein bisschen über diese Makroübung reden, die ich in einer der letzten Sendungen, ich weiß jetzt selber gerade gar nicht mehr genau, welche es war, angesprochen hatte, zu der ich leider keine wirklichen Beiträge bekommen habe, also keine Replays. Ich habe es aber schon fast geahnt. Auf der einen Seite sehen die Sendung ja noch nicht so viele Leute und auf der anderen Seite war es auch viel verlangt, ohne eigentlich mal zu zeigen, was dabei herauskommen kann. Von daher denke ich mal, dass einige sich das vielleicht überlegt haben, diese Übung zu machen, sich dann aber doch dachten, das ist mir so anstrengend und zu langweilig, da habe ich keinen Bock drauf. Und dann diese Videos alle aufzunehmen und die ihm zuzuschicken, das muss irgendwie auch nicht sein. Und ob das wirklich so viel bringt, wer weiß. Deswegen habe ich mich heute mal ein bisschen darauf eingestellt, dass ich mal zeigen wollte, wie effektiv so eine Makroübung sein kann und was für einen Unterschied das macht. Denn ich glaube, das ist einfach vielen immer noch nicht klar geworden. Ich gehe immer noch durch Foren und ich sehe immer noch Bronze- und Silber- und auch Gold-Level-Spieler, aber wie gesagt, wir wollen uns ja hier größtenteils mit Bronze und mit Silber erstmal beschäftigen, die immer noch sehr, sehr häufig fragen, wie schlage ich diese Gegnerkomposition und wie werde ich denn mit diesem Art von Push fertig und wie schaffe ich es denn, um die 30-Minuten-Marke dann zum Beispiel mit der und der Armee fertig zu werden, was müsste ich denn dann haben und was könnt ihr mir denn da empfehlen, was für eine Build-Order kann ich denn hier durchgehen und kann mir irgendjemand vielleicht mal einen guten Ratschlag geben, wie ich mit der und der speziellen Einheit oder der und der speziellen Taktik fertig werde. Und ich mir im Grunde immer wieder denke,
Das ist natürlich alles legitim, das zu fragen, und das ist auch verständlich und das ist auch furchtbar frustrierend, wenn man immer wieder gegen dieselbe Art von Taktik verliert. Aber, und das kann ich, glaube ich, einfach nicht häufig genug sagen, denn mir ist es jetzt, während ich diese Übung selbst nochmal gespielt habe, so unglaublich wieder klar geworden, das ist alles nicht relevant. Das ist alles nicht relevant. Wenn ihr euer Makro gut organisiert und das auch nur in den ersten paar Minuten, werdet ihr einen unglaublichen Vorteil herausarbeiten, mit dem ihr den Gegner sogar häufig schon einstampfen könnt. Und das möchte ich einfach heute mal zeigen. Ich hatte mir drei Spiele rausgesucht, eins zu Terraner, eins zu Protoss, eins zu Zerg, um mal grob herauszufinden, wo wir uns denn hier in der Bronzeliga und in der Silberliga ungefähr befinden. Nun ist natürlich für so eine Übung es nicht sehr sinnig, ein ganzes durchgehendes Spiel zu betrachten, denn solche Spiele dauern häufig sehr lange. Die meisten Replays, die ich zugeschickt bekomme, dauern zwischen 20 und 30 Minuten. Und das ist ein Zeitraum, mit dem wir uns nicht beschäftigen können, weil das im Augenblick einfach noch keinen Sinn macht. Es ist wie mit fast allem, wenn man beginnen möchte, sich zu verbessern, dann muss man sich einen Teil seines Spiels heraussuchen und diesen Teil verbessern. Und logischerweise ist es bei einem Spiel wie StarCraft natürlich entscheidend, sich früh einen Vorteil zu erarbeiten und diesen Vorteil dann entweder zu halten oder diesen Vorteil sogar zu diesem Zeitpunkt schon so auszunutzen, dass man den Gegner einfach schon überrollt, weil es bereits möglich ist, weil man weiß, ich habe jetzt zu dem Zeitpunkt schon so einen Riesenvorteil, dass ich ihn damit bereits entweder schon platt machen kann oder dass ich ihm zumindest so stark zusetzen und so stark schaden kann, dass ich mir dann um das spätere Spiel überhaupt keine Gedanken mehr machen muss. So, ich schlürfe noch mal kurz was von meinem Tee. Oh mein Gott, das ist doch gut. Und deswegen wollte ich mir jetzt erst einmal die ersten 8 Minuten eines solchen Spiels angucken. Ich habe auch extra Spiele ausgewählt, bei denen sich die Gegner im Grunde die ersten 8 Minuten auch in Ruhe gelassen haben, man also wirklich Zeit hat und auch mentale Leistung hat, sich auf das zu konzentrieren, was man möchte. Denn es ist natürlich unfair, als Maßstabsspiel etwas herauszusuchen, wo man gleich von Beginn an wahnsinnig unter Druck stand, wo der Gegner einen also sofort gecheest hat, wo man gleich einen Cannon-Rush abwehren musste oder sonst sehr viele Sachen machen musste, sodass man natürlich nicht an alles denken kann, was man normalerweise anspielen möchte. Und deswegen habe ich mir ein Spiel rausgesucht, bei dem man nur Spiele rausgesucht, bei denen also tatsächlich beide Gegner sich relativ lange in Ruhe lassen. Das ist in Silber und Bronze auch nicht ungewöhnlich. Entweder wird man gecheest, das ist ein Großteil der Spiele, und das Spiel ist meistens gleich nach den ersten 8 bis 10 Minuten vorbei, weil der Gegner einen halt eben mit irgendeinem Cheese überrennt. Oder, und das ist halt die fast anderen 50% des Spiels, man lässt sich gegenseitig relativ lange in Ruhe, bis beide Seiten eine halbwegs vernünftige Armeegröße aufgebaut haben, und dann geht man sich gegenseitig an den Kragen und guckt, wer hat denn jetzt mehr produziert in der Zeit und wer macht einen jetzt wie weg. Und genau diese Art von Spielen habe ich mir rausgesucht, denn da können wir jetzt tatsächlich ansetzen. So, deswegen wollen wir auch mal gleich ins Spiel springen, damit ich das jetzt halt mal zeigen kann. Ich habe hier drüben extra mal das Production Tab geöffnet, beziehungsweise das Einheiten Tab, damit wir also auch sehen können, wie das anwächst. Das Spiel geht, wie man sieht, insgesamt 36 Minuten. Die werden wir uns jetzt nicht alle angucken, sondern wir werden hier Ivory folgen, unserem Terraner-Spieler, und mal gucken, was der in 8 Minuten zusammenkriegt. So, beginnen wir also mal das Spiel. Schauen wir uns währenddessen mal so ein bisschen an, was Ivory macht. Am Anfang natürlich schön seinen Rally Point gesetzt, seine Arbeiter losgeschickt, seinen GLHF-Gruß losgeschickt. Wunderbar. Ich schlürfe nochmal Tee. Sein Gegner ist Zerg. Aber das soll uns jetzt in dem Augenblick überhaupt nicht tarieren. Generell ist für die Übung, die ich euch nachher vorschlagen und auch nochmal präsentieren möchte, ist nicht so entscheidend, was euer Gegner ist und welche Rasse er tatsächlich spielt. Wichtig ist natürlich, dass er euch nicht cheest. Denn wenn er euch cheest, dann bringt euch das natürlich auch nichts. Aber die Übung solltet ihr ohnehin gegen eine KI machen. Oder gegen einen Freund. Das macht auf jeden Fall mehr Sinn. So, beide schicken jetzt hier schon mal relativ früh einen Scout los. Bau auf 10. Beziehungsweise, okay, Terran schickt gar nicht so einen Scout los, sondern baut erstmal sein Depot. Logisch. Zerg hat jetzt hier schon mal was zum Scouten losgeschickt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was er da will. Entweder scannt er nach Cheese oder er hat noch nicht ganz verstanden, dass es auf dieser Base, oh, das sieht mir fast eher noch raus, nee, dass es auf dieser Karte nur eine Base gibt. Aber das glaube ich jetzt mal nicht. Aber wer weiß. Wenn das so sein sollte, dann lasst mich euch bitte versichert sein, dass auf dieser Karte, das ist Zelnaga Caverns. Wir halten es mal kurz an. Ne, wir können es auch weiterlaufen lassen. Das ist Zelnaga Caverns. Und auf Zelnaga Caverns gibt es nur 2 mögliche Spawn-Positionen. Nämlich hier oben
Und hier unten, da oder da könnt ihr nicht spawnen. Das ist keine Position, auf der ein Gegner spawnt. Absolut nicht möglich. Also macht euch darum keine Gedanken, falls euch das schon mal passiert sein sollte. So, hier kommt der Brutschleimpool, hier kommt jetzt auch schon die erste Barracks. Sieht insgesamt gar nicht schlecht aus. Beide halten auch ihr Geld noch relativ niedrig. Terran geht jetzt schon mal so über 120, das ist nicht unbedingt so optimal. Aber sieht so aus, als würde er jetzt hier auch gleich ein Depot bauen wollen. Ja, von daher hat er sein Geld jetzt sogar wieder recht niedrig gehalten. Das sieht also erstmal alles ganz ordentlich aus. So, hier unten die Worker-Produktion mal ein bisschen im Auge behalten. Ob die auch tatsächlich kontinuierlich läuft. Wir können das jetzt hier ganz gut sehen. Nebenbei muss er jetzt halt eben hier die kleine Drohne jagen, damit die hier nicht macht, was sie will. Ja, kurz mal bei den Workern gepatzt. Inzwischen aber sein Geld immer noch ganz niedrig gehalten. Jetzt kommt auch schon der erste Marine aus. Man kann übrigens dann diesen Waypoint von der Barracks nicht hier hinsetzen, sondern man kann den dann direkt zum Beispiel hier auf die Drohne setzen. Ja, also hier die anklicken und dann die Drohne anklicken. Dann wird der erste Marine, der da rauskommt, direkt anfangen, diese Drohne zu verfolgen. Das kann man also machen. Spart sich damit ein bisschen Zeit und mentale Kraft. Hier steht ein WBF nutzlos rum. Da hat wohl jemand vergessen, unseren beliebten Shift-Click zu benutzen. Also nicht vergessen. Immer wenn ihr mit Terranern, besonders wichtig, ein Gebäude baut, drückt gleich danach Shift und dann klickt ihr wieder mit rechts-Klick die Mineralien an. Also hier und dann Shift-Click, zack. Und dann wird dieses WBF, was auch immer es gerade machen soll, erst machen und dann anschließend, nachdem es das gemacht hat, wieder hierhin zurücklaufen und weitermalen. Und steht in der Zwischenzeit nicht nutzlos rum, denn das ist das Schlimmste, was uns passieren kann. Ein WBF, das noch mehr Mining-Time verliert, als es das ohnehin schon tut. Denn WBFs können ja nun mal nicht weiter abarbeiten, während sie ein Gebäude bauen. Und damit verlieren wir natürlich auch Mineralien in der Zwischenzeit. Dafür gibt es ja dann auch die Mules, die sollen ja das dann eigentlich wieder ausgleichen. So, er nimmt sich hier auch relativ früh zwei Gas. Das ist immer eine Sache, die kritisch ist, wenn man mit diesem Gas keinen Plan hat, wie das in dem Falle hier auch fast aussieht, denn unser Gegner geht, unser Terraner hier nicht Gegner. Unser Terraner geht hier sehr Barracks-heavy, spielt also sehr, sehr stark auf Baracken, wird also sehr, sehr viel Bio produzieren, sehr, sehr viel Marines und Marauder. Marauder kosten nicht so viel Gas, nämlich nur 25. Wir haben jetzt aber schon 148 Gas. Klar, wir brauchen für Upgrades wie zum Beispiel Stim oder auch für ein Upgrade wie das Combat Shield. Da brauchen wir natürlich ein bisschen Gas, aber meistens nicht so viel. Von daher ist es häufig nicht allzu sinnvoll, sich tatsächlich beide Gas zu greifen, denn dann haben wir jetzt drei Arbeiter, die Gas ranholen, das wir gar nicht brauchen, anstatt Arbeiter, die uns Mineralien ranholen, die wir viel dringender brauchen. So, haut jetzt hier erstmal seine Fabrik raus. Ja, versucht auch konstant weiter zu produzieren, macht das also gar nicht mal so schlecht. Hat jetzt halt eben hier zwischenzeitlich seine Satellitenzentrale gebaut, konnte in der Zeit natürlich keine WBS bauen, hat dafür jetzt aber Mules. So, in der Zwischenzeit geht mal hier der erste Marine-Trupp los und guckt mal, was der Zerg hier so macht. Guckt, ob er schon mal eine Expansion hat, die hat er allerdings nicht. Unser Zerg ist erstmal auf den dicken Roadhorn gegangen. Und versucht wohl damit einen One-Base-Push zu machen. Jetzt schon mal das Maschinendock für Upgrades. Generell keine schlechte Idee. Hier das Tech-Labor. Damit wir diese wichtigen Upgrades wie Stim oder Kampfschild erforschen können. Oder auch Concussive Shell. Generell gut gegen jede Rasse, gegen Protoss besonders effektiv. So, unsere Fabrik. Mal gucken, was das Follow-up ist. Und wir sehen schon, wir nähern uns langsam der 8-Minuten-Marke. So, hier drüben ist jetzt nur noch ein Arbeiter im Gas. Ich weiß gar nicht, wer von Anfang an da drin war. Hätte ich mal vorhin checken sollen. So, hier noch ein Tech-Labor, damit wir dann Marauder Heavy spielen können. Hier drüben auch ein Tech-Labor, damit wir dann Panzer produzieren und Tore produzieren können. Noch kein Raumhafen für Manifex im Bau. Okay, sieht alles ganz gut nach Standard-Play aus. Hier wird jetzt eine Zeit lang vergessen, Worker nachzubauen. Wir könnten auch schon wieder Mule runterholen. Aber das ist im Augenblick wohl mental nicht ganz leistbar. Womöglich konzentriert er sich auch gerade oder hat er sich hier oben gerade auf irgendeine Art von Angriff konzentriert. Das habe ich jetzt nicht mitgekriegt. So, ansonsten wird hier weiter produziert. Unser Geld halten wir auch sogar ziemlich gering. Haben also in der Tat jetzt auch das Gefühl, dass wir ganz ordentlich makroen.
So, und jetzt machen wir mal unsere Pause. So, wir sind bei 8 Minuten. Wir wollen uns jetzt bei 8 Minuten mal angucken, was haben wir denn eigentlich? Also, und dafür möchte ich gern unser Notepad hier nochmal ranholen, damit wir uns das also mal angucken und aufschreiben können. Boah, so viel Platz brauchen wir eigentlich gar nicht, von daher machen wir das ruhig mal ein bisschen kleiner. So, was ist denn unser Gesamtsupply? Unser Gesamtsupply als Terraner liegt im Augenblick bei 36 von 67. So, dann haben wir, dann haben wir wie viele WBFs? So, gucken wir mal. Wir haben 23 WBFs und ein Mule. 23 plus Mule. Wir haben einen Armeewert von 8 Marines und 2 Marauders. Marines schlucken 1 Supply, Marauders schlucken, glaube ich, 2 Supply. Das heißt also, wir haben 4 und 8 sind 12. Ja, also 12 Supply. Das geht allerdings jetzt nicht ganz auf. Achso, und wir haben wahrscheinlich gerade eins. Ja, wir haben noch einen WBF im Bau. Das ist dann der 36er. Okay. Das ging nämlich ansonsten nicht ganz aus in der 35. So, und jetzt gucken wir mal. Die APM ist natürlich nicht so aussagekräftig. Ich will mir die APM vor allen Dingen deswegen aufschreiben, weil nachher sicherlich einige gerne sagen werden, ja, ist ja kein Wunder, dass das jetzt bei jemandem, der das schon trainiert ist und der das Spiel schon auf einem höheren Niveau spielt, dass der das besser kann. Der hat ja auch viel mehr APM, der kann das Spiel ja auch viel schneller steuern und viel schneller spielen als ich. Das ist ja überhaupt kein Wunder. Ist ja gar nicht, ist ja gar kein Wunder, dass der das so leicht hinkriegt. Und deswegen möchte ich mir jetzt gerne mal die APM aufschreiben, einfach um mal zu gucken, ob die Übung, die ich dann gemacht habe, tatsächlich so viel mehr APM benötigt. So, die APM, rufen wir auf, stehen im Augenblick bei 38 im Durchschnitt. Also so langsam spielt unser Terran Player hier gar nicht. Ja, für Silber- oder Bronzeverhältnisse, das ist ein Bronzespiel. Von daher also nicht schlecht. Also wir sehen, Terran hat bei 8 Minuten, ja, unser Terran hier hat bei 8 Minuten 36 von 67 Supply. Wir sehen, er hat viel mehr Supply gebaut, als eigentlich notwendig wäre. Damit natürlich ein paar Mineralien verschenkt. Er hat 23 WBFs um die 8-Minuten-Marke und er hat einen Armeewert von 12. So, das ist einfach mal das, was wir uns merken wollen. Wir machen mal Platz für das, was nachher noch kommt. So, dann beenden wir das Spiel einfach mal hier. Ich habe übrigens das... Ne? Ach, komm her. Er lädt jetzt gerade neu, weil... So. Kleine technische Differenzen, weil er jetzt gerade neu laden muss. Ich habe übrigens den Chat auch nebenbei laufen, wenn also tatsächlich Leute diese Sendung zufälligerweise, und das wäre nun wirklich ein grandioser Zufall, live sehen, dann könnt ihr den Chat nebendran benutzen, um vielleicht auch zum Schluss der Sendung ein paar Fragen zu stellen. Dann kann ich die eventuell noch einbinden. Aber das nur für den Fall, dass einer von euch da ist. Ich habe den Chat jetzt zumindest offen. Ich habe immer noch keinen festen Sendetermin. Den kann ich wohl auch im Augenblick noch nicht realisieren. Aber während der Sendung, während ich die Sendung jetzt also hier aufzeichne und streame, habe ich zumindest nebenbei den Chat laufen. Für den seltenen Fall, dass tatsächlich jemand online sein sollte. So, ich habe also nicht nur dieses eine Spiel gemacht. Man kann natürlich sagen, ja, jetzt hat er sich halt eben nur ein Spiel rausgesucht. Ich habe mir mehrere Terran-Spiele angeguckt, um eben auch sicherzugehen, dass diese Zahlen, die wir hier rausgeschrieben haben, auch halbwegs repräsentativ sind. Und ich kann euch sagen, das ist so. Ne? Also auch bei den Spielen mit Protoss und mit Zerg sind das so tatsächliche ziemliche Durchschnittszahlen. Die APM sind sogar wirklich im Verhältnis relativ hoch. Die meisten Spiele, die ich gesehen habe, waren ein bisschen niedriger, waren so bis zu 30 APM ja, oder ein bisschen darunter. Also von daher nicht ganz so hoch. Aber der Gesamtsupply ist total typisch, ja, dass man so um die 8-Minuten-Marke mal ein 36er Supply hat, dass man so ungefähr 23 Arbeiter hat, so um die 20 Arbeiter, das ist so Standard. Ne? Also das sind tatsächlich Werte, die jetzt sich nicht nur aus diesem Spiel ergeben haben, sondern Werte, die ich auch schon in mehreren anderen Spielen mit mehreren anderen Rassen mal versucht habe zu übertragen und zu checken, ob das tatsächlich so der Standardwert ist. Und das ist so. Ne? Ihr könnt das natürlich auch mal gerne mit euren eigenen Spielen überprüfen und euch eure eigenen Replays mal angucken und mal gucken, was habe ich denn so um die 8-Minuten-Marke. Und das wird ungefähr diesen Werten hier entsprechend plus minus ein paar. Ja, das ist also nicht so ein Riesenunterschied. So, was wir jetzt gucken wollen, jetzt muss ich im Grunde mal kurz gucken, ja, ich muss mich neu einloggen. So. Sitzt, passt, unter Luft. So, was wir jetzt machen wollen, ist im Grunde das Spiel, das ich, oder die Übung. Na, jetzt hängt er gerade einen Augenblick. Die Übung, die ich euch in einer der letzten Sendungen vorgeschlagen habe, also diesen Versuch,
8 Minuten lang tatsächlich nur das zu bauen, nur auf gewisse Dinge zu achten. Das heißt also, 8 Minuten lang, reine 8 Minuten lang, nur darauf zu achten, dass ich konstant Arbeiter baue, keinen einzigen Arbeiter vergesse, dass ich konstant mich nicht Supply blogge, sondern Supply wirklich immer genau dann baue, wenn ich ihn benötige. Nicht früher und auch nicht später, sondern ich Supply blogge mich kein einziges Mal, sondern ich baue den Supply dann, wenn er annähernd nötig wird. Ganz genau kann man das natürlich noch nicht so schnell hinkriegen. Ich versuche außerdem konstant aus all meinen Produktionsstätten Einheiten zu produzieren, ohne abzusetzen. Und ich versuche als allerletztes immer dann, wenn mein Geld plötzlich höher wird, wenn ich also mit all diesen drei Punkten, die ich bereits habe, Worker bauen, Supply Depots bauen und Einheiten bauen, trotzdem nicht all mein Geld wegkriege, wenn ich also merke, hu, ich habe trotzdem mehr Mineralien, als ich wegkriegen kann, dann produziere ich in dem Augenblick ein neues Produktionsgebäude. Ja, das ist die Idee, auf die es mir jetzt also ankommt. Ihr versucht euch auf diese vier Dinge zu konzentrieren. 8 Minuten lang, nicht mehr. Nicht mehr, das ist schon eine Menge. Wenn ihr merkt, das ist euch zu anstrengend und ihr schafft das einfach 8 Minuten nicht und glaubt mir, das ist anstrengend, leck mich am Arsch. Ich habe das jetzt, wie gesagt, selbst nochmal eben durchgespielt mit Terran. Terran sind meine Off-Race, ich bin das also auch nicht gewohnt. Und ich habe zum Schluss echt geschwitzt. Ich habe wirklich hier gesessen, ich habe auch ein paar Anläufe gebraucht, bevor das so gesessen hat, wie ich das wollte. Nicht so viele, wie ihr dafür vielleicht brauchen werdet, aber es hat ganz schön gedauert. Ja. Und es war nicht leicht. Ich war danach mental echt erschöpft nach 8 Minuten. Das war ganz schön anstrengend. Von daher, wenn euch das anstrengt und wenn ihr einfach merkt, pff, ich schaffe das einfach nicht 8 Minuten, dann macht es auf 6 Minuten. Ja. Macht es auf 7 Minuten, auf 6 Minuten, je nachdem, wie ihr euch wohlfühlt. Das ist hier natürlich, das ist ja nur ein Vorschlag. Es ist nur ein Trainingsvorschlag, aber ich möchte euch mal zeigen, wie effektiv das ist. Weil das wirklich, also für mich war gerade das mit Terran und deswegen habe ich Terran auch heute vorgezogen und das als erstes gemacht. Das war für mich ein echter Augenöffner. Ich habe da gesessen und mir gedacht, ach du Scheiße. Und das werden wir jetzt hoffentlich gleich sehen. So, gucken wir mal, ob er das inzwischen geladen hat. So. So, wo sind denn meine Spieler? Nee. Nee. Upsi. Das wollte ich nicht. Augenblick nochmal. Wo sind denn meine Trainingsspiele? Habe ich in der Mehrspiele abgelegt. Okay, ah, da haben wir es. Terran vs. AI. Das Benchmark-Spiel. Da ist es doch. So, also, das sind die vier wichtigen Dinge, auf die ich mich jetzt hier in diesem Spiel, in diesem Trainingsspiel nur konzentriert habe. Konstant Worker bauen. Ich will keinen einzigen Worker vergessen. Konstant daran denken, dass ich mich nicht Supply blogge und dass ich Supply Depots wirklich nur dann baue, wenn sie absolut notwendig sind. Dann aus den Produktionsgebäuden, die ich gebaut habe, konstant Einheiten herstellen, ohne einmal abzusetzen. Und immer wenn ich gemerkt habe, ich habe mehr Geld übrig, obwohl ich all die anderen drei Punkte ja berücksichtigt habe, dann habe ich ein neues Produktionsgebäude in Auftrag gegeben. Genau dann und nicht früher. So, und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Also, hier haben wir meine Kommandozentrale. Wir können, wie gesagt, hier gerne mal draufbleiben. Die wird konstant produzieren. Die wird weiter Work raushauen. Ich habe auch aus Übungszwecken völlig auf Gas verzichtet. Ich habe kein einziges Gas genommen. Ich habe außerdem in diesem Benchmark-Spiel auch keine Satellitenzentrale produziert, sondern ich wollte das wirklich mal 8 Minuten am Stück durchziehen. Und wie gesagt, ihr werdet gleich sehen, was das für ein Augenöffner ist und was das für einen Unterschied macht. So, jetzt habe ich hier sogar mein erstes WBF ein bisschen früh gemacht. Ich habe auch hier nicht auf Building Placement geachtet. Ich habe hier also keinen Wall-Off gemacht. Den hätte man natürlich machen können. Ja, wenn ihr das also tatsächlich sogar am Ende Ladder dann irgendwann ausprobieren wollt, würde ich nicht unbedingt empfehlen, denn das ist keine reguläre Build-Order. Ja, aber, oder auch keine reguläre Spieltaktik oder sowas, die mir macht. Das ist ja nur ein Übungsspiel. Aber wenn ihr das jetzt machen wolltet, um ein bisschen mehr Realismus reinzukriegen, dann kann man das. So, ich bin jetzt ganz kurz Supply Block. Das lag aber nur daran, dass ich das hier mit dem Versorgungsdepot ein bisschen verbockt habe. Wenn ich das Versorgungsdepot wirklich bang on gebaut hätte, dann wäre das genau fertig geworden in dem Augenblick, wo ich hier wieder neuere Worker bauen kann. So, ich habe jetzt hier auch tatsächlich welche in der Schleife. Wir haben ja gesagt, auf solche Schleifen wollen wir nach Möglichkeit verzichten. Aber das war jetzt für mich nur aus Timing-Gründen, weil ich halt wusste, ich wollte dann sowieso erst noch diesen einen hier bauen und das war's dann.
Und da war das nicht schlimm. So, jetzt baue ich also hier mein erstes Produktionsgebäude. Man sieht immer noch hier, der blaue Streifen bleibt konstant an. Konstant. So, hier drüben baut jetzt immer noch meine Kaserne. So, ich baue schon mal eine weitere Kaserne, weil ich eben jetzt gerade gemerkt habe, und das war eben jetzt genau der Punkt, ich baue hier, ich mache also alles, was ich kann, ja, ich baue also ständig meine WBFs, mehr kann ich im Augenblick nicht tun, denn ich kann hier nun mal keine Soldaten bauen, denn noch ist diese Baracke hier nicht fertig, diese Kaserne. Ich brauche aber auch noch kein neues Supply Depot, denn ich bin erst bei 15 von 19 und Marines kosten nur einen Supply und Worker kosten nur einen Supply, also brauche ich einfach im Augenblick diese überschüssige Kohle, die ich hier hatte, nicht. Also was mache ich mit der überschüssigen Kohle? Ich baue einfach ein weiteres Produktionsgebäude, denn ich habe das Geld gerade übrig. Und ich vernachlässige ja keinen von unseren anderen wichtigen Punkten. Also warum nicht? Wenn ich das Geld übrig habe, raus damit. So, wir bauen immer noch weiter hier unsere WBFs. 16 von 19. So, jetzt wird auch gleich hier unsere Kaserne fertig. So, jetzt bauen wir hier hinten auch mal ein weiteres Supply Depot. Weil wir jetzt ja bald eins brauchen. Und jetzt geht auch schon unser erster Marine raus. So, man kann sich hier unten einfach nochmal kurz angucken. Damit ich das ein bisschen leichter und effektiver spielen kann, habe ich natürlich Hotkeys benutzt. Ich habe also im Augenblick meine Kommandozentrale auf 4. Das habe ich deswegen gemacht, weil ich ein Custom Setup benutze und ich Worker mit E produziere. Und 4E ist eine Taste, die ich sehr leicht klicken kann. Ja, 4E, 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 das ist überhaupt kein Problem. Deswegen habe ich meine Kommandozentrale auf 4 liegen. Je nachdem, wie ihr spielt und mit welchem Hotkey-Setup, müsst ihr das natürlich ein bisschen anpassen. Und dann habe ich meine Kaserne auf 6 liegen, was daran liegt, dass ich Marines mit Z produziere. Auch das habe ich customized. Und deswegen kann ich dann einfach ganz leicht 6Z, 6Z, 6Z drücken, wenn ich eben Marines produzieren möchte. Das ist für mich ganz simpel. Ich habe meine beiden Barracks auf 6 gelegt, ja, sodass ich also jederzeit, wenn ich 6 drücke, ich dann hier diese beiden Kasernen aufgerufen bekomme, von denen ja eine fertig ist und die andere nicht. So, jetzt produziere ich also hier schön weiter meine Worker. Ich habe hier gleich ein Supply Depot fertig, sodass ich also auch tatsächlich genau nicht Supply blockt werde. Ich nähere mich aber hier jetzt zum Beispiel schon langsam wieder genügend Geldüberschuss. Wir werden gleich sehen, was ich damit mache. Ja, denn hier wird das jetzt fertig. So, ich habe ein bisschen Geldüberschuss. Und was mache ich mit dem Geldüberschuss? Ich baue eine weitere Baracke. Denn was soll ich sonst machen? Ich mache ja alles. Ich baue Worker. Ich bin nicht Supply blockt. Ich brauche also keine Supply Depots. Ich baue gerade einen Marine. Und ich baue jetzt gleich wieder einen Marine. Und ich baue auch jetzt gleich mit dem dritten hier einen Marine. Also ich gebe schon mein Geld so gut aus, wie ich kann. Warum also nicht noch ein Gebäude bauen? Und das sind eben all diese Rattenschwänze, die miteinander zusammenhängen. Ja, das Problem ist, wenn ich einen von diesen Punkten vergesse oder zu früh mache, wenn ich also zum Beispiel vergesse, Worker zu produzieren, dann hängt da ein riesen Rattenschwanz dran. Wenn ich nicht ständig Worker produziere, dann kreiere ich weniger Einkommen. Wenn ich weniger Einkommen kreiere, dann kann ich weniger Gebäude bauen. Wenn ich weniger Gebäude bauen kann, dann kann ich weniger Einheiten bauen. Und damit habe ich insgesamt weniger. Ich habe jetzt vielleicht das Gefühl, ich kann mich an all die anderen Regeln halten. Das heißt also, ich baue wirklich nur dann Supply, wenn ich ihn brauche. Ich baue auch ständig Einheiten. Ich baue auch dann, wenn ich genügend Geldüberschuss habe, auch neue Baracken. Aber das Problem ist, weil ich nicht ständig daran denke, meine Worker zu bauen, habe ich insgesamt weniger Geld. Ich halte zwar mein Geld niedrig, aber ich hinke trotzdem in der Produktion hinterher, weil ich ständig vergessen habe, meine Worker zu bauen. Ja, das ist der Rattenschwanz, der da dran hängt. Und genauso ist das mit allem anderen auch. Wenn ich Supply Depots nicht dann baue, wenn sie notwendig sind, sondern schon viel früher, dann gebe ich Mineralien sehr, sehr früh raus. Wir erinnern uns ja eben gerade hier an unser Beispiel, wo er also 36 Supply gefüllt hat, aber schon 67 Supply hatte. Das sind, jetzt muss ich kurz überlegen, wie viel Supply liefert mir so ein Supply Depot? Gucken wir nochmal kurz, Augenblick, denn genau auswendig weiß ich jetzt gerade auch nicht. Ein Supply Depot müsste mir 8 liefern. 8 Supply. Das heißt also, was wir hier haben, ist ein Oversupply von 31. So, 31 durch 8, das geht nicht ganz genau auf, aber das sind ungefähr 4 überschüssige Supply Depots. 4 überschüssige Supply Depots, das sind 400 Mineralien, die wir im Augenblick gar nicht benötigen. Knapp. Nicht ganz. Ne? Denn wie gesagt, das eine Supply Depot bräuchten wir, sonst wären wir Supply Block. Also sagen wir 300 Mineralien. Ich habe 300 Mineralien verschenkt. Das sind 2 Barracks.
Ich könnte zu dem Zeitpunkt bereits zwei Barracks mehr haben, aus denen ich dann auch produziere, zum Beispiel. Oder es ist ein Barrack, eine Barracks und dafür zum Beispiel noch ein paar Einheiten mehr. Also das sind alles Dinge, das ist Geld, das tot ist. Natürlich werde ich den Supply irgendwann brauchen. Aber ich habe mich im Grunde in meiner Produktion zurückgesetzt, dadurch, dass ich Supply früher gebaut habe, als er nötig war. Und das ist das, was mich dann im Grunde selber blockiert. Ne? Und so geht das immer weiter. So geht das im Grunde immer weiter. Das ist der Rattenschwanz, der sich da hinterherzieht. Genauso, wenn ich Dinge nicht baue. Wenn ich also zum Beispiel konstant vergesse, Worker oder auch Einheiten zu bauen, dann sind das ja Mineralien, die ich nicht ausgebe in meine Einheiten. Das heißt, ich habe plötzlich Geld überschüssig und denke, ich könnte jetzt mehr Produktionsgebäude bauen, denn ich habe ja offensichtlich Geld überschüssig. Kann ich aber eigentlich gar nicht, weil ich aus den Produktionsgebäuden, die ich habe, überhaupt nicht genügend und ständig konstant produziere. Und damit habe ich natürlich dann das nächste große Problem, dass ich mich der Illusion hingebe, ich wirtschafte hier gar nicht schlecht, ich kann mir eigentlich massig Produktionsgebäude leisten, aber das kann ich gar nicht. Ich bräuchte diese Produktionsgebäude nämlich gar nicht, wenn ich nicht dauernd verbaselt hätte, meine Einheiten und meine Worker zu produzieren. Und das ist dann, wie gesagt, der Rattenschwanz, der sich da hinten dran hängt. Und dann produziere ich im Endeffekt schlechter, weil ich nämlich plötzlich anfange, Geld in Gebäude zu stecken, das aber eigentlich schon zu dem Zeitpunkt, wo ich dieses Geld in Gebäude stecke, schon in Einheiten stecken müsste. Die Einheiten müssten bereits auf dem Feld sein, sind sie aber nicht, weil ich es vergessen habe. Und das sind dann natürlich, wie gesagt, Fehler, die sich potenzieren im Verlauf des Spiels. Und was ich jetzt, wie gesagt, mit diesem Trainingsspiel zeigen möchte, ist einfach nur, wie krass das bereits bei 8 Minuten ist. Ne? Und das wollen wir uns jetzt, wie gesagt, nochmal etwas weiter angucken. Falsches Overlay. Hier geht's weiter. So, also wie gesagt, ich achte im Grunde also auch auf nichts anderes. Ich achte ständig nur darauf, dass ich also hier konstant Worker baue, dass ich jetzt hier aus diesen im Augenblick 2 und gleich 3 Baracken ständig Einheiten produziere. Ne? Zack, hier geht das Ganze gleich wieder los. Und dass ich regelmäßig dann halt eben hier nach oben gucke und gucke, habe ich irgendwie plötzlich mal Geld überschüssig? Und dann, wenn das so ist, dann lege ich mir damit halt eben ein neues Gebäude an. Jetzt brauche ich allerdings erstmal Supply, deswegen hatte ich jetzt hier gerade kein Geld überschüssig. Und jetzt werde ich ja auch gleich aus 3 Baracken produzieren, deswegen ist auch dieses Geld hier nicht überschüssig. Ja, denn damit habe ich jetzt gleich wieder gebaut. So, hier wird die jetzt fertig, dann kann ich auch gleich den nächsten raushauen. Zack, sind das wieder 50 weniger. Jetzt habe ich hier leider sogar ein bisschen was verbaselt, aber da kommt er. Jetzt wird der hier gleich fertig. Meine WBFs darf ich ja auch nicht vergessen. Zack, jetzt kann ich hier gleich wieder weiter produzieren. Ja. Jetzt hätte ich in der Tat wieder Geld überschüssig. Und was mache ich mit dem überschüssigen Geld? Zack, ich hau den raus. Und hau dann neue Kasernen raus. Vergesse aber nicht, hier weiter zu produzieren und da weiter zu produzieren. Durchgeladen und entsichert. So, da kommen die nächsten Einheiten. Im Augenblick habe ich kein Geld überschüssig. Immer mal schön nach dem Supply gucken. Ja, ich hau jetzt schon mal eins raus, weil ich jetzt ja gleich auch sehr viel schneller produzieren kann. Von daher wird es ein bisschen enger. Ja, ich merke ja, ich bin jetzt gleich dabei, 4 Einheiten auf, also beziehungsweise 5 Einheiten, nämlich diese 4 Marines und dieses WBF hier zu produzieren. Ja, also diese 4 Marines gleich, sobald diese Baracke fertig ist, diese Kaserne, kann ich dann 4 Einheiten auf einen Schlag produzieren und gleichzeitig noch hier eine 5. Einheit mit diesem WBF. Und wenn ich 5 Einheiten in einem Zyklus produziere, dann füllt sich mein Supply schon ganz schön schnell. Übrigens, nur mal um das jetzt gerade anzumerken, wir sind jetzt bei 38 Supply. Das ist schon 2 höher als der Supply, den wir eben gerade hatten in unserem Trainingsspiel. Und wir sind gerade bei der 5-Minuten-Marke angekommen. Ja, 5 Minuten 20 ungefähr. Und ich habe ein bisschen mehr. Ich gehe mal kurz ein Stückchen zurück. So, hier hatte ich 35 Supply, genau in der 5-Minuten-Marke. 5-Minuten-Marke, 35 Supply, nur ein Supply unten drunter. Und dieses eine Supply wird jetzt in ein paar Sekunden aufgestockt, in dem Augenblick, wo ich dann ja hier... wo ich dann ja hier mit dem Marine fertig bin und den nächsten Marine in Auftrag gebe, dann wird sich das auf 36 stocken. Das heißt also, 3 Minuten früher habe ich jetzt durch diese Übung schon diesen Supply erreicht. Bereits 3 Minuten. Und das sollte man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Ich bin 3 Minuten früher jetzt schon auf einem Supply, auf dem der andere Spieler erst in 3 weiteren Minuten kommt. Ja, also ich habe jetzt schon 3 Minuten Vorteil. Und 3 Minuten in einem Echtzeitstrategiespiel ist eine Menge. Und das sind dann diese Sachen, die plötzlich bei höherrangigen Spielern so wunderartig aussehen. Ne? Dass man sich plötzlich fragt, wo hat er denn diese Menge an Einheiten her? Wie kann der denn so viel auf einmal produzieren? Und das Geheimnis liegt einfach nur in den 4 Punkten, die ich euch vorhin genannt habe. Und an dieser mentalen Leistung, an diesen Gedächtnisschleifen, dass ich also ständig nur versuche, die Dinge dann zu machen, wann sie notwendig werden. Dass ich also ständig daran denke, meine WBFs zu bauen,
dass ich ständig daran denke, meine Marines zu bauen. Dass ich ständig daran denke, Supply nur dann zu bauen, wenn ich ihn auch zwingend brauche oder wenn ich sehe, ich werde ihn gleich brauchen. Das erfordert natürlich auch ein bisschen Erfahrung mit dem Spiel und ein bisschen Einübung. Und dass ich dann letztendlich halt eben auch zusehe, dass wenn ich dann trotzdem noch überschüssiges Geld habe, so wie jetzt schon wieder, dass ich das Geld halt eben in irgendwelchen Gebäuden verbrate und dann halt eben einfach ein weiteres Produktionsgebäude baue. Jetzt hinke ich sogar ein bisschen hinterher. Was wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass ich jetzt im Augenblick auch mental wirklich ganz schön eingespannt bin. Also wie gesagt, ich will das gar nicht beschönigen oder auch hier gar nicht irgendwie leichter darstellen, als es ist. Ich habe ganz schön geschwitzt, während ich diese Übung gemacht habe. Und man sieht also, jetzt steigt hier im Augenblick mein Geld ganz schön an. Das sollte es eigentlich nicht. Ich sollte jetzt eigentlich schon längst mal wieder eine Kaserne bauen, weil ich eben schon wieder das Geld dafür übrig habe. BBF einsatzbereit. Man könnte jetzt aber auch zum Beispiel, weil das Geld jetzt halt eben so konstant hoch ist, jetzt zum Beispiel auch langsam mal damit planen, dass ich eine Expansion baue. Ne? Auch das wäre jetzt machbar, aber das wollen wir jetzt ja hier, wie gesagt, gar nicht einbinden. Jetzt fange ich endlich an, diese Kaserne zu bauen. Ja, da war ich sogar ein bisschen hinterher. Also von daher sieht man jetzt sogar, ich habe die Übung sogar leicht verbockt. Ich hätte vermutlich sogar diese Übung noch etwas präziser und exakter spielen können. Aber wie gesagt, das war so schon echt schwer genug. Ich schlürfe nochmal Tee. So, und im Grunde mache ich jetzt eigentlich nicht mehr. Ja, ich achte ständig halt eben darauf, dass ich meine Worker baue. Ich achte darauf, dass ich aus diesen 4 Barracks produziere. Das geht mit Hotkeys, wie gesagt, so relativ leicht. Ich habe im Augenblick alle 5 Kasernen. Die 5 ist noch nicht fertig. Aber ich habe alle 5 Kasernen einfach auf meinem Hotkey. Ich sehe ja hier unten, wenn eben tatsächlich Sachen nicht mehr fertig sind. Wenn ich mich zum Beispiel auch nur auf diesen Bildschirm konzentriere, und das kann ich ja, weil es eine Übung ist, dann sehe ich ja auch hier immer diese Produktionsleisten und kann dementsprechend also auch dann relativ gut produzieren. Und jetzt habe ich mich tatsächlich sogar Supply blockt. Ah, jetzt habe ich aus Versehen einen Neustart gemacht, den ich gar nicht machen wollte. Ups, dann gehen wir mal auf die 8-Minuten-Marke. Na komm her. So, da ist das Spiel abgeschlossen. Und ich habe mich zum Schluss sogar nochmal Supply blockt. Super Leistung. Das wollte ich ja eigentlich nicht damit erledigen. So, gucken wir uns das jetzt also mal an. So, jetzt schauen wir mal, was für Werte habe ich denn jetzt hier. Okay, also, ich habe mich jetzt wie gesagt nur darauf konzentriert, das zu machen, was ich die letzten paar Spiele immer gesagt habe. So, mein Gesamtsupply liegt jetzt auf 67 von 67 und ich habe mich dummerweise sogar blockt. Ja, das heißt also, ich könnte sogar vielleicht sogar ein bisschen mehr haben. Nur ein oder zwei Einheiten, vielleicht mehr im Supply, wenn ich mich nicht geblockt hätte und wenn ich vorher sogar noch diese eine Barrack sogar ein bisschen früher gebaut hätte. Das wäre natürlich auch eine schöne Sache gewesen. So, wie viele WBFs haben wir denn? Dazu müssen wir jetzt mal hier das Tab öffnen. So, ich habe 33 WBFs. Kein Mule, denn ich habe ja gar nicht mit Satellitenzentrale gespielt. So, und ich habe einen Armeewert von 33. Ich habe nämlich genau 33 Marines. Und auch das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Es ist die 8-Minuten-Marke und ich habe 33 Marines. 33 Einheiten, die relativ schnell laufen, die relativ schnell schießen und die eben auch einen Fernangriff haben, mit dem ich richtig viel Schaden machen kann. Mal ohne Witz, wenn ihr zur 8-Minuten-Marke diese 33 Marines einmal mal boxt und jetzt loslauft, damit werdet ihr in der Bronzeliga wahrscheinlich einige Feinde ganz schön einstampfen. Ja, die werden wahrscheinlich ganz schön ächzen, wenn da auf einmal 33 Marines vor ihrer Tür stehen. Und ihr sogar im hinten dann sogar nachrallyt, also wenn ihr dann den Rally-Point einfach in die Nähe der gegnerischen Basis setzt und dann halt eben mal schön angreift. Ja. Das würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, denn das Ganze ist ja, wie gesagt, keine eigentliche Taktik oder keine Strategie, die ihr jetzt ansenden solltet in der Ladder. Obwohl das in dem Falle tatsächlich sogar richtig praktisch wäre. Wir haben ja auch zum Beispiel nicht mal gescoutet oder sowas. Ja, das war in dem Falle jetzt noch nicht mal alles mit einbegriffen. Also von daher ist das natürlich nicht sehr realistisch. Wir haben ja auch kein Gas abgebaut. Wir haben nicht mal eine Satellitenzentrale geholt, die wir uns auf jeden Fall hätten holen sollen. Wir haben überhaupt keine, Tech-Gebäude gebaut und auch überhaupt keine Upgrades erforscht oder sowas. Also das ist natürlich nicht sehr realistisch für ein exaktes Spiel. In einem richtigen, normalen Spiel würde ich natürlich weniger Einheiten und auch weniger Gesamtsupply haben, weil ich in der Zwischenzeit Geld in andere Dinge hätte stecken müssen. Ja, ich hätte Geld und Ressourcen in andere Dinge stecken müssen. Ich hätte auch einige dieser 33 Worker schon längst mal ins Gas geschickt, sodass ich insgesamt weniger Mineralien gehabt hätte. Weniger Mineralien resultieren dann wieder in weniger Einheiten und dementsprechend
dann auch wieder in weniger Gebäuden, die wiederum weniger Einheiten bauen können. Also von daher ist das hier natürlich kein realistischer und typischer Wert, den man in einem 8-Minuten-Spiel hätte, wenn man das normal in der Ladder spielt. Aber, und darauf kam es mir halt eben an, was das halt für ein trotzdem riesiger Unterschied ist. Ne? Die Sache ist, ich habe jetzt 31 Supply mehr. Ne? Ich habe 31 Supply mehr und das ist schon eine ganze Menge. So, und jetzt kommen wir halt im Grunde nochmal zu dem Punkt. Einige werden natürlich vielleicht sagen, naja gut, okay, du spielst ja jetzt auch ein paar Ligen höher. Natürlich kannst du auch deine Hände viel schneller bewegen und du kannst das Ganze ja auch schon viel, viel schneller steuern und hast da auch eine viel größere Übersicht und sowas. Und deswegen wollte ich jetzt nochmal zeigen, ich habe tatsächlich hier darauf geachtet, dass ich keinen Spam mache, also nicht irgendwo hinklicke, wo ich nicht hinklicken muss. Im Grunde habe ich sogar tatsächlich mit der Maus fast gar nicht gearbeitet, außer wenn ich neue Gebäude gebaut habe, denn dann muss ich ja sagen, wo die Gebäude hin sollen. Alles andere, die gesamte Produktion von Einheiten und von WBFs habe ich nur über Hotkeys gesteuert und sonst gar nicht. Und meine APM liegt bei 22. Ich habe also 22 APM gebraucht, das ist der totale Durchschnitt, den ich hier im Augenblick brauche, um dieses Ergebnis zu erzielen. Und das wollte ich vor allen Dingen deswegen auch nochmal zeigen, nicht um zu zeigen, wie toll ich doch bin, sondern, bin ich auch nicht, ich habe ja da auch wieder einige kleine Fehler reingehauen, sondern worum es mir hierbei geht, ist diese trügerische Idee zu zersprengen, dass man sagt, ja, wenn ich schnell spiele und wenn ich eine schnelle Handgeschwindigkeit habe, dann kann ich auch besser spielen. Darum ging es aber nicht. Sondern wie man sieht, ich brauche hier keine Geschwindigkeit. Was ich brauche, ist die mentale und geistige Kapazität und Kraft, daran zu denken, immer dann Schritte zu machen, wenn ich sie machen muss und nicht früher und nicht später, sondern möglichst gut getimed mich auf diese Dinge zu konzentrieren, die ich jetzt machen wollte und das 8 Minuten lang. Und wie gesagt, das war schwer. Das war wirklich schwer. Ich habe nachher hier gesessen, ich konnte mir hier echt den Schweiß von der Stirn wischen. Das ist kein Witz. Das ist auch nicht übertrieben. Sondern das war tatsächlich so, das war mental unglaublich anstrengend. Ja, ich weiß auch nicht, wie lange ich das zum Beispiel noch hätte durchziehen können. Also ich war nach den 8 Minuten echt erstmal erledigt. Ich habe dann auch, um die anderen Videos zu machen, habe ich erstmal eine Pause gemacht. Ich habe erstmal was getrunken, ein bisschen was gegessen und dann angefangen, die nächsten Spiele für Protoss und für Zerg und so aufzunehmen. Das war anstrengend. Das war mental richtig anstrengend. Also von daher kann ich das absolut nachvollziehen, wenn das für den einen oder anderen auch auf gar keinen Fall auf Anhieb funktioniert. Deswegen hatte ich ja extra diese Übung halt angegeben, hatte gesagt, okay, wenn ihr das wirklich machen wollt und wenn ihr das nachspielen möchtet, und wie gesagt, ich kann das nur empfehlen, denn ihr seht ja, was für einen Unterschied das machen kann. Einfach nur diese mentale Leistung zu trainieren und sich eben darauf einzustellen, dass ich regelmäßig hier hochgucke, um zu sehen, brauche ich jetzt wirklich ein Supply Depot oder kann ich vielleicht auch zwischenzeitlich meine Barracks bauen? Und achte ich tatsächlich darauf, dass dieser Streifen hier nie stillsteht und dass diese Streifen hier, diese Produktionsstreifen, nie stillstehen. Und wenn ich das erstmal mache und wenn ich mich dann von hier aus, von diesem Punkt aus, dann weiterentwickle, dann entwickelt ihr auch mehr Verständnis fürs Spiel, weil ihr nämlich nach und nach viel eher ein Gefühl dafür kriegt, was ist überhaupt möglich mit den Ressourcen, die ich im Augenblick habe und was nicht. Ja, wann kann ich also tatsächlich überhaupt noch eine weitere Barracks bauen? Wann kann ich überhaupt wie viele Einheiten haben? Oder mache ich eben irgendwas falsch, wenn ich zu einem gewissen Zeitpunkt viel mehr Gebäude habe, als eigentlich möglich wären? Und so ein Gefühl kriegt ihr dann eben erst dafür, wenn ihr mit der Zeit selber merkt, ah ja, wenn ich jetzt tatsächlich ständig aus diesem Gebäude baue und wenn ich ständig aus diesem und diesem Gebäude baue, ja, dann ist es mir gar nicht so schnell möglich, noch ein drittes Gebäude zu bauen, weil ich so schnell das Geld überhaupt nicht ranhole. Und das sind Dinge, die einem durch solche Übungen erst wahnsinnig bewusst werden. Und wie gesagt, natürlich könnt ihr das nicht auf einen Schlag leisten, vor allen Dingen, wenn ihr sowas noch nie gespielt habt. Deswegen ist es wichtig, sich Schritt für Schritt an so ein Spiel heranzutasten. Und deswegen hatte ich ja gesagt, achtet vielleicht in den ersten Spielen erstmal nur darauf, dass dieser Streifen hier nie stillsteht. Versucht natürlich auch alles andere zu machen, aber die Priorität liegt darauf, dass ihr das hier niemals vergesst. Niemals. Dieser Streifen hier darf kein einziges Mal stillstehen. Der muss permanent produzieren. Ne? Ständig. Und das, wie gesagt, 8 Minuten lang. Und wenn ihr merkt, 8 Minuten ist mir einfach zu viel, das packe ich einfach nicht, dann macht ihr halt 7 oder ihr macht 6 oder sogar nur 5. Ist egal. Ne? Aber versucht es, wie gesagt, eine gewisse Zeit lang durchzuhalten. Und wenn das erstmal sitzt, wenn ihr das gut hinbekommen habt, dann versucht eben als nächstes auch darauf zu achten, dass ihr euch nicht Supply blockt, dass euer Supply niemals
euch hier oben einschränkt. Und wenn ihr das alles hingekriegt habt, also dass sowohl diese ständige Produzieren als auch das Knee Supply Blocken funktioniert, dann achtet darauf, dass ihr ständig aus diesen Sachen hier produziert, ohne euch zu Supply Blocken und ohne das hier zu vergessen. Und so tastet ihr euch nach und nach an dieses Spiel heran. Und dann diese Art. Und wie gesagt, mit meinem Spiel habt ihr jetzt ja ein gewisses Benchmark-Spiel, sodass ihr also sagen könnt, okay, also hier in der Show, da hat er 67 Supply geschafft, er hatte 33 WBFs. Das ist übrigens eine Zahl, die ihr immer haben solltet, denn mehr WBFs sind zu dem Zeitpunkt definitiv nicht möglich, denn ich habe immer produziert. Dieser Streifen hier stand nie still. Das heißt also, um die 8-Minuten-Marke kann man nicht mehr als 33 WBFs haben. Ist unmöglich. Es sei denn natürlich, ich habe dann bereits expandiert und produziere dann das 2-Expansion. Aber One Base ist es nicht möglich. Ja, One Base ist es absolut nicht möglich, mehr als 33 hier zu kriegen. Im Gegenteil kann es sogar eher weniger sein, wenn ihr nämlich zwischenzeitlich eine Satellitenzentrale bauen müsst, dann wird das hier definitiv weniger. Und das wollte ich auch jetzt nochmal zeigen. Was passiert also, wenn ich das Ganze jetzt mal etwas realistischer mit einer Satellitenzentrale baue und was für einen Unterschied macht das dann? So, also gehen wir nochmal zurück und verlassen nochmal dieses Spiel. Hey, einer aus dem Publikum sagt, gute Sache. Vielen Dank. Ich habe Live-Publikum, unfassbar, und meine Stimme überschlägt sich, weil ich so froh bin. Yeah. Oh Gott. So, jetzt versuchen wir also das Ganze mal Terran mit einem CC. Danke, dear viewer. You are much appreciated. Thank you. So, schauen wir uns das Ganze jetzt im Grunde nochmal an. Wir spielen wieder 8 Minuten und wir achten wieder darauf, dass wir nur die notwendigen Schritte machen. Also, wir bauen WBFs. Und ich gieße mir gerade nochmal neuen Tee ein. Nee, ich habe noch was. WBF einsatzbereit. Ja, yeah, das WBF ist einsatzbereit. So, wir bauen nur WBFs. Am Anfang recht langweilig. Mehr kann man da ja auch nicht tun. Man kann sich aber trotzdem schon mal mental auf die Sachen einstellen. Ich mache das zum Beispiel auch immer noch, wenn ich spiele. Ja, dass ich mir einfach jetzt schon mal immer wieder sage, was will ich gleich machen, was will ich gleich machen. Was ist mein nächster Schritt, auf den ich achten will. Und das kann helfen. Ja, also sich selbst einfach das bewusst zu machen. Natürlich sage ich das nicht immer laut vor mich her, wobei man auch das machen kann, wenn es einem gefällt. Aber ich sage mir das dann mehr im Kopf. So, jetzt gucken wir mal. Ich glaube, diesmal sitzt mein Supply-Depot sogar ein bisschen besser. So, ebenfalls wichtig, und das hatte ich eben gar nicht genug angesprochen, man sieht hier immer noch diese kleinen Schleifen, die sind nur jetzt aus Timing-Gründen vorhanden, weil ich eben weiß, nach diesem WBF kommt sowieso nur ein weiteres WBF. Ja? Und ich will halt, dass dieses WBF so früh wie möglich kommt. Deswegen habe ich das halt hier in die Schleife gesteckt, ja? Weil ich halt eben zwischenzeitlich da sowieso nichts anderes vorhab. Jetzt baue ich hier die Kaserne, weil das ist das Erste, was ich machen kann. Hier wird das WBF fertig und zack, kann ich direkt das nächste machen. Der blaue Streifen steht nicht still. Über unserem Command Center. Außer jetzt gleich für das eine Mal, wenn ich anfange, eine SAT-Zentrale zu bauen. Aber dafür habe ich dann ja nachher Mute. So, ich schwenke hier ein bisschen hin und her. Achso, ich habe die Kamera noch an, deswegen. Da kann man sogar sehen, wie viel Bewegung ich in etwa gemacht habe in der Zeit. Man sieht, ich bewege mich fast gar nicht. Meine Hotkeys sind wieder dieselben, 4 und 6. In meinem Falle, wie gesagt, das müsst ihr natürlich selbst ein bisschen anpassen, je nachdem, mit was für ein Hotkey-Setup ihr spielt. So, jetzt wird mein Supply gleich knapp, deswegen baue ich jetzt schon mal mein Supply-Depot. Auch das sind, wie gesagt, halt eben so typische Dinge. Das ist jetzt sogar ein typisches Two-Racks-Opening. Ja, da ist bisher noch nichts Besonderes dran. So spielen tatsächlich auch, ich habe einen Supply, ich habe deswegen jetzt nicht gebaut, weil ich jetzt die Satellitenzentrale bauen will. Die habe ich allerdings ein bisschen verbuzzelt, weil das halt eben für mich auch nicht Standard ist. Deswegen, ich dachte schon, hätte ich jetzt aber gerade einen fatalen Fehler gemacht. Aber nee, man muss natürlich kurz mal jetzt ein WBF zurückstellen. Oder mehrere WBFs zurückstellen, solange jetzt hier die Kommandozentrale kommt. Die Satellitenzentrale. Entschuldigung. So, in der Zwischenzeit kann ich aber jetzt natürlich, weil ich hier wieder Geld überschüssig habe, noch eine weitere Barracks bauen. Jetzt produziere ich ja auch hier weiter raus. Hier kann ich im Augenblick nicht produzieren. Aber kaum ist das fertig. Kaum ist das fertig. Naja, okay. War nicht ganz bang on. Hätte besser sein können. Ja, kommt das raus. Das Mule wird runtergerufen. Aber ist natürlich klar, das Ganze ist natürlich jetzt ein Stück schwieriger. Denn ich muss mich jetzt ja auf mehr Dinge konzentrieren. Vorher waren es eben nur... Falsche Hand, mach's doch mit rechts. Das ist dann wenigstens auch in der Kamera sichtbar. Vorhin musste ich mich nur darauf konzentrieren, dass ich ständig WBFs baue. Dass ich ständig aus meinen... So ist am besten.
Also vorhin muss ich mich ständig darauf konzentrieren, dass ich WBFs baue, dass ich konstant aus meinen Barracks produziere, dass ich mich nicht Supply-Blogger. Supply-Blogger. Dämliches kleines Bild. Also Worker bauen, Einheiten bauen, mich nicht Supply-Bloggen und dann eben neue Produktionsgebäude bauen, wenn ich trotz dieser ersten drei Dinge immer noch Mineralien übrig habe, mit denen ich irgendwas machen kann. Das sind nur vier Prioritäten, die ich habe und das ist nicht so wild. Jetzt habe ich aber zusätzlich noch ein paar weitere Prioritäten und die machen das Spiel natürlich ein Stück weit schwieriger. Auf der einen Seite hatte ich zwischendrin noch die Priorität, dass ich darauf achten musste, wann baue ich denn meine Satellitenzentrale, wann soll ich die denn reinschmeißen. Deswegen habe ich das vorhin auch ein bisschen verbaselt, weil ich dafür noch nicht so den richtigen vorher geplanten Weg eingeschlagen hatte. Deswegen habe ich das vorhin ein bisschen verpeilt, ne? Weil ich eben einfach das zusätzlich in meine mentale Liste mit einbauen musste. Und jetzt habe ich zusätzlich noch das Mule in meiner Liste. Dass ich das also auch noch regelmäßig runterhole, dass ich also regelmäßig auch gucke, ist hier unten mein Mule wieder verfügbar und wenn ja, dann muss ich es halt eben auch dementsprechend runterholen. Und runterholen, ich weiß. Und das erfordert natürlich noch ein bisschen mehr geistige Kapazität und macht das Ganze ein Stück weit schwieriger. Gas hole ich aber übrigens auch in dieser Übung immer noch nicht. So, das Mule generiert jetzt wahnsinnig schnell Mineralienüberschüsse, die ich im Augenblick gar nicht ausgeben kann. Ja? Also ich produziere weiterhin meine WBFs. Da hatte ich aber auch einen ganz schönen Hänger. Also man sieht, das Ganze ist schon nicht so einfach. So, aber dadurch, dass ich jetzt massenhaft Mineralienüberschüsse produziere, wird das Ganze jetzt also schon ein bisschen enger. Ich habe mich jetzt auch noch supply-blockt. Lässt mich irgendwie gerade gar nicht gut dastehen. Also da sieht man schon, ja. Allein durch diese kleine Veränderung, dass ich die Satellitenzentrale reinbauen musste, dass ich das Mule jetzt nicht vergessen durfte, dass ich jetzt noch viel mehr Dinge gleichzeitig überprüfen muss, ja, bin ich jetzt tatsächlich auch im Augenblick mental überlastet gewesen in diesem Spiel. Und habe angefangen, kleine Fehler zu machen. So, jetzt kommt schon die fünfte Barracks. Wir haben jetzt gerade die 5-Minuten-Marke erreicht. Ja, und ich bin jetzt gerade mal bei der fünften Barracks. Wir haben jetzt 31 Supply, vorhin hatten wir da ein bisschen mehr, was natürlich aber auch daran lag, dass wir vorhin ein paar WBFs mehr hatten, die wir jetzt im Augenblick nicht haben. Aber das wird sich nach hinten raus dann verbessern und wieder ausgleichen. So, das Mule runtergerufen. So, jetzt bauen auch hier alle meine Baracken. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Baracken haben wir jetzt inzwischen schon möglich gehabt, ja? Obwohl wir aus allem produzieren. Ja? Wir produzieren aus vollen Rohren und hatten trotzdem genügend Kohle, um uns noch so eine sechste Baracke ranzuholen. Das ist schon heftig, ja? Wenn man sich das also mal überlegt, da sieht man erstmal, was das überhaupt für ein Einkommen generiert. So, hier unten wird mein Supply Depot wahrscheinlich auch nicht schnell genug fertig. Das ist jetzt nämlich genau das Problem, weil ich das aus meinem ersten Spiel ohne das Mule nicht gewohnt war. Hätte ich nicht gedacht, dass ich so schnell neuen Supply brauche. Deswegen war ich jetzt ganz knapp davor, mich zu Supply-Blocken und haue jetzt hier gleich noch eins raus, weil ich jetzt eben gleich aus 6 Baracken produziere, zeitgleich. Und das ist natürlich schon der Hammer. Ja, im Augenblick habe ich die hier sogar vergessen. Sogar ziemlich lange. Ja, zu viele andere Dinge zu tun. Ich merke, mein Supply steigt rapide an. Jetzt produziere ich aber aus dieser Barrack eine ganz lange Zeit nicht. Ja. Also man sieht, ja, trotzdem, ich habe das auch bei weitem nicht perfekt gespielt. Ja, versucht mich wirklich auf alles zu konzentrieren, versucht wirklich dann nachzubauen, wenn ich nachbauen kann. Jetzt vergesse ich hier sogar wieder einen Worker. Also da sind sogar schon kleine Misssteps drin. Während ich es spielte, hat sich es übrigens besser angefühlt. Ich hatte also wirklich das Gefühl, ich hätte alles getroffen. Sehe eigentlich erst jetzt tatsächlich hier bei diesem Replay, dass ich in der Tat einige kleine Fehler gemacht habe. Ja, Dinge, die einem also dann im Grunde gar nicht erst auffallen. Ja, hier sehen wir auch, dass eine Kaserne gerade nicht produziert. Aber ich bin jetzt halt eben auch mental wieder damit beschäftigt, Supply frei zu machen. Denn wie gesagt, ich produziere jetzt im Augenblick aus 7 Gebäuden. Das hier eingeschlossen, ja, meine Satellitenzentrale eingeschlossen aus 7 Gebäuden. Das heißt, ich mache tatsächlich in einem Produktionszyklus, produziere ich 7 Einheiten und ich generiere aber mit einem Supply Depot nur 8 Supply. Also das heißt, ich muss jetzt eigentlich auch konstant weiter Supply Depots bauen. Und jetzt wird es schon echt voll. Durchgeladen und entsichert. Abmarschbereit.
So, wir nähern uns der 8-Minuten-Marke, sind jetzt quasi fast genau da. 8 Minuten 1, aber das macht jetzt wie gesagt keinen so großen Unterschied. So, schauen wir uns das Ganze im Grunde nochmal an. So, das heißt, wir haben jetzt also diesmal als letztes haben wir jetzt mit der Satellitenzentrale gespielt und mit Mules. Also gucken wir mal, was jetzt rausgekommen ist. So, mein Gesamtsupply steht jetzt auf 72 von 83. Ich habe also auch jetzt dieses Mal ein bisschen zu viel Supply. Aber das relativiert sich, denn im Augenblick sind gerade fast alle Barracks am Bauen. Das heißt also, das wird sich ziemlich schnell aufstocken. Von daher ist das jetzt nicht so schlimm. Es ist nicht optimal. Aber ich hätte nach dieser Baurunde hier, die gerade läuft, hätte ich sowieso ein neues Supply-Depot bauen müssen. Von daher wäre das also nicht so schlimm gewesen. So, wie viele WBS haben wir? Ich habe im Augenblick 29 WBFs. Das ist kein Wunder. Ich habe dafür jetzt aber auch noch ein Mule, das halt eben mitläuft. Und man sagt ja auch eben grob, dass ein Mule ungefähr der Leistung von 4 WBFs entspricht. Und das kommt dann ziemlich genau hin. Ne? Dann sind wir wieder auf unseren 33 WBFs. Aber das ist halt normal. Ich habe aber auch das ein oder andere WBF tatsächlich ein bisschen nach hinten verschluckt. Also das könnte sogar durchaus eins mehr sein. Ne? Wäre absolut drin, dass das vielleicht sogar ein oder zwei WBFs sogar mehr sind. So, mein Armeewert liegt bei 38 Marines. Ach du Scheiße. Ja, ich habe 38 Marines, also sogar 5 Marines mehr rausgekloppt. Das heißt also, wir sehen, dank des Mules und dank dieser zusätzlichen Satellitenzentrale haben wir jetzt mehr Barracks. Die haben sich immerhin, alleine in 8 Minuten, haben die sich auf 5 Einheiten mehr hochziehen lassen. Das heißt also, ich habe immerhin 5 Einheiten mehr produziert, allein in diesem 8-Minuten-Zeitraum. So, und dann gucken wir uns anschließend nochmal an, okay, wie viel APM habe ich denn diesmal gebraucht? Das war ja schon alles ein bisschen anstrengender. Oh ja, 24. Also im Grunde immer noch deutlich niedriger als das, was zum Beispiel unser Beispiel-Terraner ganz am Anfang verbraten hat. Man sieht also, und wie gesagt, ich will damit nicht die Leistung dieses Terraners hier schmälern, sondern ich möchte damit einfach nur zeigen, dass es nicht so sehr darauf ankommt, wie schnell ich mit meinen Händen bin, sondern dass es wirklich viel, viel mehr darauf ankommt, dass ich einfach berücksichtige und einfach immer daran denke, aus all meinen Produktionsgebäuden zu produzieren, wenn ich aus all meinen Produktionsgebäuden produzieren kann. Und dass ich tatsächlich nur dann Gebäude, wie zum Beispiel auch Supply-Depots, nur dann baue, wenn ich sie de facto brauche. Und dass ich darauf achte, dass ich neue Gebäude immer nur dann baue, wenn ich überschüssiges Geld habe, in der Hinsicht, dass ich eben nicht aus all meinen anderen Gebäuden produziere. Und dadurch kann ich dann tatsächlich auch solche Zahlen hier erreichen. So, ich hatte schon gesagt, das ist natürlich nicht ganz, das ist natürlich jetzt nicht ganz übereinstimmend mit einem normalen Spiel. Ne? In einem völlig normalen Spiel würde ich, wie gesagt, nicht einfach nur aus 6 Barracks produzieren, so viel wie ich halt eben kann. Obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, in Bronze- und Silberlevel, das sollte man mal probieren. Ne? Das sollte man echt mal probieren. Ne? Ich produziere also einfach nur, ich berücksichtige nur meine Produktion, sonst nichts. Ich vergesse sogar Scouting, denn, mal ganz ehrlich, wir haben ja schon gesagt, Scouting wird ohnehin ein Stück weit überschätzt. Natürlich bin ich dann gegen Cheese wahnsinnig anfällig, das ist überhaupt keine Frage. Aber dann boxe ich einfach hier diese Leute. Oder meinetwegen schicke ich halt eben auch einen Worker noch zum Scouting los, damit ich wenigstens weiß, wo mein Gegner ist. Und dann boxe ich einfach diese Einheiten und latsche damit mal zu meinem Gegner. Und dann gucke ich mal, wie viel Schaden ich damit mache. Und ich glaube, das wird eine ganze Menge sein. Und ihr werdet davon ganz schön überrascht sein. Vor allen Dingen als Terraner, weil Terraner eben nur mal die Möglichkeit haben, Fernangriffe zu starten. Mit Zealots oder auch mit Zerglingen ist das nicht so effektiv. Ne? Also damit würde ich das auf gar keinen Fall probieren. Aber wir werden uns auf jeden Fall in den nächsten Sendungen nochmal anschauen, wie sich denn dieses selbe Probe- und Probespiel auch übertragen lässt auf die anderen zwei Rassen. Bei Protoss ist das sowieso wenig ein Problem, denn Protoss-Spiel ist vom Terraner-Spiel nicht so grundlegend unterschiedlich. Bei Zerg ist es ein bisschen komplizierter, aber auch nicht so kompliziert, wie man denken mag. So, das ist wie gesagt nochmal diese Übung, die ich euch einfach nur vorschlagen kann. Ja, versucht euch 8 Minuten lang einfach nur auf diese 4 grundlegenden Dinge zu konzentrieren. Das konstante Produzieren von Workern, dieser blaue Streifen steht quasi niemals still. Das konstante Produzieren aus meinen Produktionsgebäuden, also auch diese blauen Streifen stehen so gut wie nie still, außer vielleicht mal für eine Sekunde. Dann mich niemals zu Supply blocken, obwohl ich ständig aus diesen Dingen produziere.
Und als allerletztes, wenn ich merke, okay, ich produziere, ich habe genügend Supply, ich habe aber trotzdem Geld über, genau dann haue ich ein neues Produktionsgebäude raus und nicht früher. Und das war's. 8 Minuten lang. Ihr werdet sehen, das ist wahnsinnig erschöpfend, das ist wahnsinnig anstrengend, aber es bringt euch auch unglaublich schnell vorwärts. Von daher kann ich euch nur empfehlen, das mal zu machen. Wenn ihr das tatsächlich macht und wenn ihr Spaß daran habt, dann schickt mir bitte eure Replays davon. Ja? Und zwar am besten immer irgendwelche Benchmark-Replays, am besten nicht alle Replays an Trainingsspielen, sondern dass ihr euch selbst einfach ein paar Spiele rausdenkt, dass ihr halt eben immer so sagt, okay, hier habe ich jetzt mit der einen Probestufe aufgehört und hier habe ich jetzt eine neue Probestufe gemacht oder sowas. Ja? Das wäre also eine gute Möglichkeit, dass ihr mir dann 4, 5 Replays von eurem Fortschritt schickt. Und dann kann ich das in einer der nächsten Sendungen besprechen. Das wäre eine wirklich coole Geschichte. Gut, das soll es auch eigentlich für heute gewesen sein. Ich hoffe, dass meine Stimme sich weiter erholt. Ich hoffe auch, dass ich in den nächsten paar Tagen eine weitere Show hochziehen kann. Bis dahin, bleibt mir gewogen, bleibt mir erhalten. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal.